Kopi, das war der Kido Ort 1. Heute melde ich einen Rundgang durch das Volkfest von Dachau 2022. Viel Spaß! Fangen wir an mit dem Naschwerk. Schokofrüchte bei schokopauli.de. Links daneben Müller Spielzeugtruhe. Hier Entenangeln bei der Gräse Alm. Und hier noch am Eingang nennen wir mal Süßigkeitenzug. Daneben Hermanns Strudelalm. Kasperltheater von Trollmann. Und die Schießbude von Trollmann. Weiter geht's Richtung Feinste Süßwaren. Vorbei bei Ristorante Dal Fario im Schermhof. Von Ernst Eckel hier jetzt die feinste Süßwaren. Eiswagerl, Eis aus eigener Herstellung. Hier rechts. Und der Wiesenpavillon von Rudorfer. Franziskanergarten. Gefolgt vom Kugelstechen. Gegenüberliegend davon Dosen werfen. Und original Pfeil werfen. Für die kleinen Gäste ist auch was geboten, von Kohlmann das Märchenkarussell und wer ein bisschen Action haben möchte, haben wir hier der Poly von Dresden. Hier gibt's Nüsse. Hier ist der überdachte Biergarten von die kleine Backstube. Vom Polyp aus wird schon wieder geraucht. Gegenüberliegend davon die Spielfabrik. Und Schmankerlalm. Schiffschaukeln kann man hier. Und hier ist das Zieglerzelt. Mit der Zieglers Weinlaube. Direkt voraus der Bayern Tower. Und rechts gibt es Käsespätzle. Und Camembert. Was sonst das Herz so begehrt. Oder lieber doch
Schwenkgrill-Spezialitäten, dann ist man hier richtig. Hier der Derby-Star. Hier nochmal der Bayern Tower vom Kaiser, wie er gerade startet. Beispiel, Heimsätze wieder. Man merkt, es ist auch sehr viel los. Hier der Glückshafen der Stadt Dachau. Das Kinderparadies. Hier gibt es Krebs. Von Lechner. Und hier wieder Pfeilwerfen, Magic Darts. Gefolgt von Fun Game. Gegenüberliegend davon Dosenwerfen, Disney und Planet of Hollywood, Tütenangeln. Vorbei beim Schmankerlzelt. Mit Schweigers Bierbar. Und gegenüberliegend davon das süße Paradies. Und hier gibt es noch Eis am Stiel, handgemacht. Das Hupfvolk darf natürlich nicht fehlen. Oder das Hupfvolk, um genau zu sein. Okay, sorry, jetzt noch ein Ani hier vorne. Komm, wir haben noch Platz hier einsteigen, oder? Gegenüberliegend davon für die kleineren Gäste der Orient Express. Gleich neben der Schweigers Bierbar. Die Jägerhütte hier rechts. Daneben wieder was für die kleineren Gäste. Der Dschungeldance von Kaiser. Und gegenüberliegend zwei Essenstände. Einmal Roma Pizzeria. Und stets frische Baumstriezel. Und der dritte Essenstand, frische Kartoffelchips bei Kartoffelqualitäten. Gegenüberliegend davon Ringe werfen. Wer lieber Fisch möchte, ist hier bei Winter richtig. Ja, Vorsicht an der Kante. Es geht los. Und wo man in den Süden fliegen kann, hier beim Wellenflug. Erstmal zum Eingewöhnen. Direkt voraus Langos und Zennenfelders süße Spezialität. Hey, das klappt ja richtig gut mit euch. Rechts daneben Cocktails and More. Heliumballone kann man hier kaufen und hier gibt es nochmal Krebs, Creperie.
Der Movie Star sticht schon komplett heraus hier, das Riesenrad. Wheel of Fame. Daneben Naumanns Dachauer Volkfest, Restaurant, Zelt und Cocktailbar. Und die Dachauer Volkfestbar. Dann der Movie Star. Die Pfanne von Jost, Maiskolben, Chinanudeln und vieles mehr mit Biergarten gibt es hier gegenüberliegend vom Riesenrad. Magic Darts, ich glaube mittlerweile Nummer 3, ist hier vertreten. Fresh aus München. Hier Bogenschießen. Und gegenüberliegend davon Lachbräuhaus. Vorbei beim Dosenwerfen von Schubert aus München. Gefolgt von der Candy. Schnelles Candy. Halt mich kurz durchschlängeln mit Entschuldigung. Schnelles Candy, original aus München, glasierte Früchte und mehr. Toiletten dürfen nirgendwo fehlen, sehr wichtig überall. Dann haben wir hier nach den Toiletten, wenn der Magen wieder geleert ist oder die Blase, die Schmankerlalm. Und gegenüberliegend Schweiger Schmankerlzelt. Münchner Fischbraterei hier rechts. Friederbar, Tante Frieders Bar, besser gesagt, ist hier gleich beim Festzelt von Edwald Zechner. Und hau den Lukas, in diesem Fall Lukas Alm von Charlies, ist hier. Schützenhaus von D. Zettel. Und der Autoscooter darf natürlich auch nicht fehlen. Was wäre ein Volkfest ohne Autoscooter? Die bayerische Zwiebelkrone jetzt neu im Schmankerlzelt. Schmankerlzelt sei schon Schmankerlzeit in der Mini-Alm. Vor lauter Zelte. Sagen wir schon, Verkehre. Daneben der Karstandl und griechische Spezialitäten Gyrostand Saloniki. Da hinten das Bayerische Rote Kreuz und Geldautomat. Hier Gerdas Imbiss.
gebrannte Mandeln, Schokoherzen und vieles mehr kann man hier kaufen bei der Knusper-Kate. Hier nochmal, ja, ich habe vergessen zu sagen, der Autoscooter von Diebold. Und dann nähern wir uns langsam dem Ende vom Rundgang durch das Volkfest von Dachau. Hier noch Sauerteigmanufaktur Fleckelalm. Und hier nochmal der Bayern Tower. Zigarren darf man hier nicht vergessen zu kaufen, wenn ihr gebraucht. Und das war dann auch schon wieder der Rundgang durch das Volkfest von Dachau 2022. Weitere Videos findet ihr hier links in meiner Playlist und rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr möchtet, würde ich mich sehr freuen und unterstützen, dass wir das 1000er Abonnenten-Special bald machen können und der Kanal vierstellig wird. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, euer Akido 881.